Hallihallo, ne? Und Hirschbo kommt zurück zu einem weiteren Backpack Hero Stream. Beim letzten Mal lief es ja besser, als es hätte laufen können. Wir hatten den schönsten Run unseres Lebens. Wir werden nie wieder einen so guten Run nochmal haben. Da haben wir dann in einem Run wirklich alles zerfetzt, was man zerfetzen konnte. Und ja. Hoffen wir, dass es heute genauso gut läuft wie beim letzten Mal. Ich bezweifle es sehr. Muss gerade kurz überlegen. Nur der Bürgermeister wollte, dass wir ihm seinen Plushie bringen. Und ich guck gerade. Der Heini war's. Der wollte, dass wir ihn seinem Roboter zusammenbauen, oder? Nee. Welcher Charakter war das? Den hatten wir letztes Mal freigeschaltet, als wir die Brücke endlich gebaut hatten. Er hier war's. Da haben wir auch das letzte Mal den Robokopf gefunden, um ihn hier freizuschalten. Das ist einer der schwersten Charaktere des gesamten Spiels. Aber dafür kann der auch reinhauen. Das Problem ist, er tut's meistens nicht, weil man ihn nicht versteht. So. Wir nehmen natürlich wie immer Purse, weil wir ja erstmal hier das fertig kriegen wollen. Ich würde sagen, damit wir auf jeden Fall schon mal einen speziellen Run für heute haben. Machen wir heute mal den Gespenstisch-Run. Ich habe da nämlich keine Ahnung, auf was mich da erwartet, weil ich mit Gespenstisch noch nicht wirklich was anfangen kann. Vielleicht darf ich ja jetzt rausfinden, was Gespenstisch macht. Einfach mal direkt gucken. Information. Jetzt ist das doch bestimmt hier irgendwo drin. Gespenstisch. Dieses Element kann nicht erkannt werden. Was genau bedeutet das? Vielleicht kann das ja nicht vom Gegner irgendwie zerstört werden oder irgendwie in der Art. Ich weiß nicht genau, was mit Gespenstisch gemeint ist. Ich gehe jedenfalls in die Krypta. Und dann hoffe ich aufs Beste. Warum geht das nicht für den Knüppel? Ist doch auch eine Waffe. Wegen dem Gespenstisch, oder wie? Ach, wegen dem Gespenstisch wurde es nicht verbessert. Oh, das Gespenstisch, das ist nervt. Hey, das ist auch mehr oder weniger ein Fluch. Und nimmt man das freiwillig mit? Na gut, kann man eine Waffe auf Gratis machen, ne? Aber dafür halt nur einmal verwenden. Nimm ich mal statt dem Teil mit und kann es ja gleich noch zuordnen. Jetzt schicke ich erstmal den Kram nach Hause, den ich jetzt nur zum Sammeln mitgenommen habe. Ob ich ihn gleich abgeben kann. Das sowieso. Das Holzschwert ist auch nur, damit ich es endlich mal abgehakt kriege. Genau das Kurzschwert auch. Ich könnte gratis jede Runde mit dem Knüppel draufhauen. Aber den Knüppel dann so machen, dass ich halt nur einmal hauen kann. Und dann den Rest mal hier auch verteidigen. Vom Prinzip her eigentlich gar nicht so dumm. So. Läuft doch gut bisher. Also ich muss ja erstmal verstehen, was mit Gespenstisch überhaupt gemeint ist. Alles kann helfen. Der Schleifstein bringt mir eigentlich gar nichts. Stab behalte ich nicht. Nicht mal zum Verkaufen. Ist es nicht wert. Ja, sind wir jetzt schon im zweiten Gebiet, ne? Läuft doch gut. Stehen aber zwei direkt hintereinander. Okay. Den Knüppel kann ich nur einmal verwenden.
Ich hau gleich auf den. Na, danke. Der Schuld juckt mich eh nicht. Friss. Ich habe Fragen. Kratz. So, jetzt kann ich das Kurzschwert wieder mitnehmen. Das kann ich mir auch gönnen. Oh, endlich ein Schlüssel. Job? Kein Job. Aber ich weiß, dass ich gleich auf jeden Fall den rechten Weg da nehme. Habe ich zwei Waffen, die ich nur einmal im Zug nutzen kann. Das kann ich genauso gut auf das nehmen, das Juwel setzen. Ah, muss ich bevorzugen. So, erstmal auf dich. Weg mit dir. Der stirbt am Gift. Könnt ruhig vorher den Schleifstein mal nutzen. So, wieder zwei Plätze mehr. Den Buckler muss ich mitnehmen. Zählt er nicht? War es ein anderer Buckler? Den habe ich schon nach Hause geschickt. Was hat denn der Schmied im Angebot? Zwei Brand zu einer Waffe. Bitte gerne auf der Helebarde, danke. Sogar noch mal auf den Knüppel drauf. Den Lappen kann ich euch verkaufen. Hier ist eh nichts, was mir Gift andrehen will. Den Schleifstein habe ich auch keine Verwendung. Habe ich wieder ein bisschen was am Platz. Ich bin ein Freund. Ich würde den gern einmal bekämpfen. Ich bin ein Feind. So, dich kann ich gerade verwenden. Dich auch. Wenn du nicht angreifen willst, dann nutze ich das.
Jetzt stört mich der Scheiß. Ich hab gedacht, er wäre viel stärker, der Typ. Er hat auf jeden Fall lästige Fähigkeiten. Ah, ich habe ihn weit genug mit der Schwäche runtergeprügelt, dass er kein Problem mehr ist. Der gab ordentlich XP. Fuchsrapier. Das muss ich sogar einmal mitbringen. Oh, kann nur das Rapier mitnehmen, ne? Ich kann in die Kiste noch gucken. Oder auch nicht, weil es eine verfluchte Kiste ist. Das Teil ist das Einzige, was irgendwie nützlich für mich ist. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Run heute. Warum habe ich das nicht da gelassen? Blocke genügend. Da ist nichts Sinnvolles drunter. Also direkt weiter. Hat denn der Shop Schönes zu bieten? Muss ich dich noch nach Hause bringen? Ja. Den Knüppel des Berserkers. Ist das nicht... Nee. Ich dachte, das gehört hierzu. Nein, danke, ich brauche kein Buch. Welcher Schleifstein ist das? Oh, das Plasmaschwert. Okay, das Plasmaschwert habe ich schon mal bekommen. Kochmütze auch. Ich habe nur das Plasmaschwert und die Mütze gefunden. Das Schwert macht, wenn das auf irgendwas drauf zeigt, dann wird das geboostet. Also jetzt gerade booste ich so gesehen meinen Knüppel. Aber ich würde es trotzdem verkaufen. Zwar einen Block weniger.
Also funktioniert wenigstens alles noch. Ich bringe so viel geilen Shit mit. Erstmal dich. Der ganz hinten stirbt am Gift. Bei ihm kann ich einfach mit dem Knüppel draufhauen. Dann macht er keinen Damage mehr. Der rechte Stahlhandschuh. Ja, ich schmeiß die Lederkappe weg, tu die Kochmütze da hoch. Dann nehme ich den Handschuh mit. Ist wesentlich wertvoller. Den kleinen Buckler, den brauchte ich. Genau. Den muss ich auch mitnehmen. Ich würde sagen, den Verband brauche ich nicht mehr. Ich habe ja als Notteilung den Umschlag dabei. Kiste und so weiter lasse ich mir noch kurz offen. Okay, da ist der Nachäffer. Muss nur gucken, dass ich als letztes verteidige. Dann kommt der nie zum Angriff. Ist auch mitunter einer der einfachsten Gegner. Oh, Level up. Einfach, damit dieses gespenstische Scheißding mich jetzt nicht mehr nervt. So. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Uff. Das könnte ekelhaft werden. Deinen einen Damage juckst du mich null. So, der ist safe. Rip. Irgendwas, was ich speziell mitnehmen muss. Einen reinigen Tank mit. Oh, eine Kistenkrabbe. Eine Lesebrille. Nehme ich mal trotzdem mit. Wenn sie mir eigentlich gar nichts nützt.
Geh jetzt in die Kiste gucken. Schon wieder die Krabbe. Schurkenmaske brauche ich noch mal. Komm, statt dem Zitrin. So wichtig sind diese drei Schaden jetzt auch nicht. Ich kann noch mal Sachen boosten. Jetzt kommt eh ein Boss. Ja, der erste Run des Tages läuft doch bisher gut. Ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich wäre das ja ein recht starker Boss, aber der Knüppel ist zu gut. So, ich habe die Spektralkugel freigeschaltet und das Geisterjuwel und auch den Geisterhandschuh. Diese Geisterwaffen, die wären ganz gut bei diesem einen Teil gewesen, wo nichts anliegen durfte. Es gab ja dieses eine verfluchte Item. Da wäre das ganz nützlich gewesen bei der einen Quest. Ah, und dafür ist das eigentlich auch ganz gut, für dieses freie Feld, weil die werden ja nicht gewertet als ein benutztes Feld. Da wäre das dann auch ganz gut mit diesem Geisterset. Junge, ich bringe so viel Zeug nach Hause, was ich auch nach Hause bringen muss. Es ist einfach nur geil. Nice. So, Rathaus, wir haben so viel abzugeben. So, den kleinen Buckler. Haben den Sumpfbuckler freigeschaltet. Dann das Holzschwert. Haben Hackbeil mitgebracht. Ich gebe erstmal das normale Hackbeil nur. Da will man mehrmals Schuriken. Das Fuchsrapier. Dafür habe ich das normale Rapier freigeschaltet. Wenn man sich das ausspart, kann man das richtig stark boosten. Das Kurzschwert habe ich hierfür mitgebracht. Das habe ich ja sogar ein zweites Mal gefunden. Eine seltene Waffe. Warte mal, ich gucke nochmal rein, falls sich der Shop da jetzt gerade aktualisiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut laufen würde. Schalte mir mal das Königshackbeil und das Giftschwert frei. Oh,
Braucht ich nicht irgendwo sonst noch irgendwo Shurikens? Hauptsächlich bei diesen Beuteln. Die Lesebrille könnte ich da reinpacken. Ich packe sie lieber hier rein. Dann kriege ich nämlich endlich mal auch einen Magie-One-Quest. Oh, ich muss einen Fluch mal mitbringen. So, dafür habe ich das Berserker-Ding mitgebracht. Für den Ring des Berserkers. Erstmal gucken, dass ich die dort abgebe, wo speziell nach denen das Zeug gefragt wird, ne? Bevor ich hier irgendwie was verkaufe oder irgendwas in der Art. Weil ich wäre ja schon dämlich, würde ich das vorher schon geben. Na gut, ich bin ja jetzt alle einmal durch. Ich muss so viele Shurikens mal mitbringen. Das ist ja riesiger Bedarf. So, ich gucke jetzt gerade nur, ob ich generell noch Sachen abgeben kann. Die Armbrust bzw. die Balliste jetzt hier mal nicht mitgerechnet. Die hebe ich mir auf, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie später noch gefragt wird. Aber bisher sieht gut aus. Ich überlege gerade, eins von denen war das. Hier, das hier, meint sich, diesen komischen Ingwer. Da wäre dieses Geisterzeug gut gewesen. Weil das ja nicht davon hätte erkannt werden können. Ne, nichts mehr, das speziell hier irgendwie abgegeben werden muss. Wegen Typus oder irgendwas. Also kann ich den Rest jetzt verscherben gehen. Kriege ich nämlich ordentlich Cash bei raus. Und das brauche ich gerade am meisten. So, bevor ich es irgendwie aus Versehen verscherbe, gebe ich jetzt erstmal die beiden Geschichtsdinger ab. Wo bist du? Da. Komm hier eigentlich schön hin. Mutterbaum. Mutter stand schon vor der Einstimmung aufrecht da. Ihre Kinder spenden kaltblütigen Segen. Noch einige wollten mehr und begannen, ihre Kinder niederzuschlagen. Also sanken sie tief in die Erde, um zu trauern. Ich habe Ritter Frosch freigeschaltet. Bei der Hintergrundgeschenke, denke ich mir gerade nur, what the fuck. Geisterfeuerbaum. Im kältesten Teil des großen Sumpfes ein Kind des Mutterbaumes. Ein mächtiger roter Ahorn brannt und fällt im Laufe der Jahrhunderte ununterbrochen. Opa kümmert sich um diesen Schößling und lässt ihn durch reine Entschlossenheit wie eine Flamme spießen und wachsen. Und um dann die Treuen zu wärmen, verbrennt sich die Geisterflamme, um die Reptilien mit warmem Saft zu ernähren und ihre kaltblütigen Herzen zu erwärmen. Auch eine interessante Geschichte. So, jetzt können wir hier noch Sachen bauen. Es wäre gut, wenn ich generell was hätte, das ein bisschen hier an Geld herstellt. Aber sowas kann ich nicht hinstellen. Ich kann allerhöchstens hier gewerbliche Sachen hinstellen. Was genau wolltest du nochmal haben? Also hast du irgendwie eine Itembeschreibung? Bürstengemeister Quilz Plüschtier. Das habe ich definitiv nicht. Dann guck mir mal, was wir noch ausgeben können. Für den goldenen Dolch brauche ich richtig viel mehr. Ich müsste mal einen Hammer finden.
Ich könnte einen Waffenständer kaufen. Oder hätte ich nichts von? Baumeistervogel. Da hätte ich Hammer und so weiter. Aber dann müsste ich halt auch mal mit dem Vogel jetzt zur Abwechslung mal spielen. Ich kann hier den Giftfall freischalten. Ich schalte mal den Baumeistervogel frei. So, mal gucken, wo ich das restliche Zeug investiere. Das ist ja hauptsächlich Deko. 29 reicht halt für irgendein gar nichts. Also egal, wo ich gucke. Das weiß ich auch ohne nachzuschauen. Essen ist das, was ich am meisten habe. Kann ja auch mal anfangen, für den Frosch hier schon mal die Quest in Anspruch zu nehmen. Da ich auch mal ein bisschen mehr mit den anderen Charakteren noch mal spiele. Bisher spiele ich halt nur die eine, ne? Den Clownhammer. Gebe ich schon mal was für aus. Wie komme ich an die dummen Kräuter? Dafür gibt es irgendein Item. Ich weiß nur nicht mehr welches. Ich weiß, dass ich dieses Item sogar schon mal hatte. Aber ich bin dann gestorben. Als ob ich das Essen nirgendwo sinnvoll hin tun kann. Alle wissen es bei Deko. Nee, da spare ich das lieber. Man muss bei Perth aber auch fairerweise sagen, sie hat halt die meisten Questen, ne? Ich gehe jetzt mal mit Satchel mal auf Abenteuer. Wird auch mal Zeit, dass wir jemand anderes nutzen. Um Gottes Willen, sie hat auch den Ice Cream Run. Ach so, es ist nicht das Verfluchte. Aber das ist mies. Baumeistervogel. Komm, dann kriege ich auch mal das ganze Baumeisterzeug. Ich glaube, ich muss auch nur eine Ebene schaffen. So, wie funktionieren diese Hämmer? Will ich die alle zwei Felder weit entfernt haben? Wie ich die doch eigentlich eher so aufgestellt haben, oder nicht? Oder zählt das auch so? Nee. Ach, für den Krötenhammer kriege ich extra Magie. Ist ja auch nett. Wer behustet denn wen am besten? Da ist plus 2 und hier ist 50%. Ich packe mal den Krötenhammer in die Mitte. Kann ich darüber die anderen Hämmer boosten? Die Charaktere haben halt auch unterschiedliche Rucksäcke, ne? Muss man auch bedenken. Erstmal die Bahn frei machen. Ach, ich hab jetzt nicht wirklich ein Schild, ne? Ach, ich kann die auch nur einmal nutzen.
Meister. Ich habe einen Verbündeten. Das andere kann ich hier nicht machen. Hallo? Kämpfe für mich. Du musst für mich die Schläge einstecken. Danke fürs Schläge einstecken. Zetsches Rucksack. Der Rucksack von Zetsche ist zerrissen. Wenn er ein neues Level erreicht, kann er seiner Tasche neue Felder hinzufügen. Die Felder müssen nicht am Felder angrenzen. Sie können getrennte Formen erstellen. Jeder Blockabschnitt wird Tasche genannt. Wenn die Blöcke angrenzend sind, sind sie Teil derselben Tasche. Also bei Zetsche war es halt so, man kriegt hier so zwei Möglichkeiten, anstatt dass ich hier so Felder auswählen kann. Ich überlege gerade, was ist praktischer. Ich glaube, das hier. Oh, direkt noch mal eins. Ja, dann hole ich mir das hier. Und da fällt jetzt die Ziegelwand runter. Die Ziegelwand ist so gesehen gerade meine Rüstung. Ich brauche das Mana. Bitte. Ich habe einen Schleifstein bekommen. Was ist es? Kann ich den verkaufe ich? Einmal voll heilen bitte. Jetzt brauche ich gerade mehr. So, ob ich einen ganzen Run schaffen muss. Keine Chance. Das Zeug, was ich hier halt bekam, das war zu beschissen. Da konnte man ja gar nichts anfangen. Ich glaube, ich gucke gerade, welches davon ich nach Hause schicke. Da konntest du ja wirklich alles in die Tonne treten. Ich schick das nach Hause. Okay, erstmal nach Auderia zurück. Ein bisschen habe ich aber nach Hause geschickt. Wie gesagt, da konntest du ja alles in die Tonne treten. Ich hatte überhaupt keine Abwehr. Nichts. Wie soll man damit anständig irgendwie kämpfen? Erstmal gebe ich ihnen den Roboterstück. Wenigstens eine positive Sache. An den Hämmern hat es jetzt nicht bedingt gelegen. Es lag einfach daran, ich hatte keine Abwehrmöglichkeiten. Keine. Ich konnte nichts machen. Ohne Abwehr ist man so extrem aufgeschmissen. In der Mitte ist die, bescheide ich mir mal frei. Den Diamanten auch direkt. Dann noch das Teil hier. Einfach nur gucken, ob ich es für eine Forschung brauche. Nein, dann kann es weg. Warum nicht? Dann habe ich auch mal eine Bogenquest.
gucke jetzt gerade nur, wo ich das Zeug ausgegeben bekomme. Dann versuche ich die Hammerquest noch mal. Wenn ich weiß, dass das nichts wird, dann nehme ich den Mana-Stein noch mit. Die Baumwolle ist das Beste, was ich kriegen kann. Die Baumwolle ist ein Segen. Mir kriege ich jede Runde Ausdauer und Mana. Da, dreimal brauchte ich das Kraut. Ab dem Punkt brauche ich das Teil nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich noch den ein oder anderen Hammer finden. Ich schicke jetzt einfach den einen hier nach Hause. Ready aus. Gib mir mehr Max-HP, bitte. Beten. Sagte mir für Glück gehabt, das ist ein instabiles Mana. Aber der Run sieht besser aus als der davor. Naja, das sage ich jetzt, ne? Rest wird nicht gebraucht, aber ich kann den hier zumindest reinpacken. Das habe ich noch nicht sofort gesehen. Ich habe einen zweiten Beutel gefunden. Ich weiß, was ich mache. Perfekt. Obwohl, geht nicht auf. Schade. Ich wäre trotzdem dafür, das so zu lassen. Weil das gibt mir deutlich mehr Inventarplatz. Ich weiß was, nimm einen der normalen Helmer mit. So, was haben wir denn da noch Schönes drin? Noch mal ein bisschen mehr Abwehr. Endlich! Auf sowas warte ich schon die ganze Zeit. Ich kann mein Mana für Rüstung zur Not nutzen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und wir gehen zum ersten Mal in diesen Bereich. Ich habe das Gefühl, diese Quest hätte ich wesentlich früher machen müssen. Dann wäre sie leichter. Die Heilung werde ich mir nicht holen können, aber ich kann mir das Geld da oben holen. Was habt ihr da vor? Den sollte ich gar nicht erst dort behalten. Die beiden sollte ich tauschen. Der kann ja von nichts anvisiert werden. Dem bringt der Schleifstand nichts. Komm, da oben hin. Kommt eh nicht zum Einsatz. Wie gesagt, das beides tauschen, weil sonst bringt das überhaupt nichts. Danke für das Geld. Ein anderes Item der gleichen Seltenheit.
Ich habe nichts, das es wert wäre. Aber doch, ein Item. Wo ich sagen würde, nimm ruhig. Der Glückstrank. Den kann man wenigstens verwenden. Der gespenstische Hammer, der profitiert von nix. Oh, ein Dach. Das Dach wäre sehr gut. Das kaufe ich mir gleich noch. Ich glaube, dich will ich zuerst fertig machen. Ist jetzt nichts dabei, was ich eigentlich mitnehmen würde. So, jetzt wird auf den Putz gehauen. Ja, das Mistding, das hat Stacheln ohne Ende. Glück gehabt beim Hufeisen. Vom Prinzip her wie die Perle. Ich öffne den Beutel und nimm's mal mit. Pack mir da auch einen Schlüssel rein. Ich das noch mit. Drei langsam bei einer Waffe mit drauf. Mal gucken, was die Kiste zu bieten hat. Nochmal ein Umschlag, der ist auf jeden Fall gekauft. Rest ist meh. So, was haben wir da noch? Ein Meisterschmied. Ein Schmiedeplatz. Pack ich hier drauf. Auch wenn ich mir jetzt hier nichts mehr gönnen kann. Boah, bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles so gut. Muss noch hier oben. Soll er mich doch verfolgen? Ich versuche das Geld zu holen.
Schade, das zählt nicht als Verteidigen an sich. Aber ich habe jetzt gut was an Verteidigung. So, aber ich habe auch wesentlich mehr Glück mit dem Baudingern gehabt. Mit Abstand mehr Glück. Das Ding aktiviert sich nicht, wenn es da drin ist, ne? Oder sehe ich das falsch? Da drin kann der Fluch doch ruhig sein. Da drin kann ich einen Fluch mitnehmen. Da stört es mich ja nicht im geringsten. Okay, wem von euch will ich am ehesten loswerden? Dich kriege ich am ehesten weg. Danach will ich dich loswerden. Wo du mir auch schon wieder so einen Geländescheiß gibst. Weg. Level up. Gut drüber nachdenken. Ich will den hinteren tatsächlich zuerst ausschalten, bevor der seine Stacheln bekommt. Seine komische Seuche ist mir relativ egal. Die kommt eh nicht zum Zug. So, wie gesagt, den Fluch kann ich auch mitnehmen. Jetzt nehme ich mal ein paar Fluch-Items mit, wenn ich schon die Gelegenheit bekomme. Tu die Blubberblasen mal vorübergehend da rein und nur zum nächsten Kampf diesen komischen Goldfisch hier. Ich schaffe es tatsächlich zu diesem Gold. Ich nutze jetzt erstmal die Regeneration aus. Siebzehn, vierunddreißig, ich block genügend. Neunzehn. Einmal blocken. So, jetzt hau ich die Hucke voll. Wollte nur meine Heilung ausnutzen bis zum Abwinken. Guck mal, kann das. Also, ich beschwere mich ja nicht, dass ich so viele Umschläge bekomme, aber ab irgendeinem Punkt fühlt es sich allzu viel an. Dann nehme ich den Schwächetank mit, kriege ich das nächste Team einfach vors Gesicht.
Wie viel Luck muss man haben, damit man zwei Rucksäcke findet einfach? Das allein ist ja schon so ein übertrieben unverschämtes Luck, was ich habe. Das kenne ich so gar nicht. Und ich dachte, der Run vom letzten Mal wäre schon lucky as hell. Das hier stellt das ja nochmal komplett in den Schatten. Als ob es genau auf wenn ich ankomme, weg ist. Sieben, 13, 18 reicht. Auch bei der restlichen Abwehr reicht aus. Nö, Leute, bisher läuft richtig gut. Ey, ich kann mich bis zum jetzigen Zeitpunkt halt echt null beklagen. Halt wesentlich mehr Abwehr, ich habe zwei Beutel, ich habe haufenweise verboostende Items, ich habe vier Umschläge, ich habe hier noch mein Heil-Item, also... Dieser Run, der mag mich einfach. Ich nehme mal den Schaden und fress jetzt einen Umschlag weg. Dann habe ich einen Platz mehr. Ha! Ich habe dir trotz deiner Rüstung Schaden gemacht. Ein Liebestrank. Den Schlüssel nehme ich auf jeden Fall mit. Obwohl, ich habe noch einen. Und ein weiterer Umschlag. Will das Spiel mir irgendwas mitteilen? Oder hat es einfach nur Mitleid mit mir? Nach der letzten Runde. Die Frage kann man hier ernsthaft stellen. So, kämpf mal für mich noch ein paar Runden. Hätte ich jetzt gerade mich nicht hochgeheilt, hochgeboostet, dann wäre ich jetzt gestorben. Kämpf für mich. Neunzehn, 30, 39. Nee, ich will nicht zu viel Schaden nehmen.
lieber töten, bevor er abhauen kann. Den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Du kriegst erstmal Gift von mir. Wenn, muss ich mit den starken Waffen direkt in einem Rutsch draufhauen. Ja, nur der Oberkörper. Kann ich nicht mal die Beine endlich bekommen? Das Teil kannst du auch haben. Ich tue die Kieme dahin. Noch mehr Abwehr. Abwehr kann ich nicht genug haben. Das Teil wollte ich ja eigentlich auch mitnehmen. Das Ding ist, da wird keine weitere Kiste mehr kommen, also kann der Schlüssel ruhig weg. Dann der Kiste ist halt auch nichts in der Hinsicht. Ein seltenes Item für den Fluch, noch nicht. Ich guck mir mal eben kurz den Shop an. Rune. Das Ding kauft man und nutzt es direkt. Welche Waffe hat denn gerade den höchsten Damage? Damit könnte ich eine Waffe durchgehend boosten. Einen Schmiedeplatz hinzufügen. Was hast du denn überhaupt anzubieten? Eilaufbaumaterial, das will ich schon die ganze Zeit haben. Dann kriege ich nämlich wesentlich mehr Abwehr. So. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt müsste Boss kommen. Boah, längster Run bisher. Der ewig lange Gang zum König. Der König, der hat auch was auf dem Kasten. Ganz ehrlich, mit den Billo-Waffen am besten nicht draufhauen, das boostet ihn nur. Wer hat dir erlaubt, Hilfe zu kriegen? Damit er nicht zu sehr geboostet wird.
den hätte ich ignorieren können. Aua. Nur dreimal draufhauen. Damit ich jetzt keinen Schaden nehme. Ja, auch noch in der nächsten Runde noch mal draufhauen. So, der Hammer bringt mir jetzt offiziell nichts mehr. Der richtig starke. Zweimal kann ich ruhig draufhauen. Zweiundzwanzig fresse ich auf jeden Fall. Erstmal auf den hier. Da habe ich keine Heilung mehr drin. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Am besten wäre eigentlich, ich würde jetzt komplett nur auf ihn draufhauen. Kann ich ihn in der nächsten Runde fertig machen. Auf die anderen ignorieren, der darf nicht angreifen. Wir haben es geschafft. Ich habe den Baumeister geschafft. Das ist unnötig. Also das Level-Up ist jetzt gerade wirklich komplett unnötig. Das hätte ich sehr gern früher gehabt. Ich habe Mjölnir der Monade freigeschaltet. Verursacht 6 Schaden, ein legendärer Hammer. Ach, damit hätten. Den hätte ich gerne wesentlich früher gehabt. Der hätte mir so viel hier helfen können. Boah. Ich bringe so viel Shit nach Hause. Mein Charakter läuft von alleine. Crow, du hast den König besiegt. Die Stadt ist gerettet. Sieht so aus, als hätten wir gewonnen. Ich habe den König schon mal geschlagen. Ihn unzählige Male mit dem Rucksack auf den Kopf gehauen. Er kommt immer wieder. Der Dungeon gibt Items an die, die sie brauchen. Aber durch seine Korruption baut er auch seine Bedrohungen wieder auf. Du könntest den König 1.000.000 Mal besiegen. Und unsere Stadt wäre immer noch in Gefahr vor einem erneuten Angriff. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn ein für alle Mal zu besiegen. Finde die tiefe, dunkle Korruption und besiegt sie. Dann und nur dann wird Haversack Hill sicher sein. Wo rennst du hin? War das jetzt schon ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube, er war ein Junge. Mein Kopie, du wirst nie erraten, wo ich gerade war. Genau, ich habe es tatsächlich bis ins Zentrum des Dungeons geschafft. Ich kenne jetzt den Weg. Wenn du mich in den tiefsten Tiefen brauchst, bin ich da, Kumpel. Wir kommen hier total ins Zentrum. Kumpel, wie läuft's? Ja, ich erkunde ein wenig, wenn ich hier nicht so beschäftigt bin. Ich habe beim letzten Mal eine Ladung cooler Sachen gefunden. Ich hocke total ab. Was soll ich denn schon sagen? Ich kann mich echt nicht beklagen, ne? Gute Arbeit. So viel Zeug zu bringen. Die Leute von Odiria danken dir. Es gibt immer noch mehr Bereiche zum Freischalten. Hast du verlorene Funken für mich? Schlüssel zum gefrorenen Herzen. Das gefrorene Herzen ist auf jeden Fall neu. An den erinnere ich mich nämlich überhaupt nicht.
Boah, und dafür muss ich noch tiefer. Das gefrorene Herz. Die dunkelsten Zauberer und die Kultisten sind dort. Eine Kammer voller dunkler Rituale und kalter Briesen. Gefrorenes Herz. In den tiefsten Teilen von Odere sind majestätische Eisformationen ein unvergesslicher Anblick. Aber Vorsicht, diese erfrorenen Pfade waren für viele Entdecker das Ende. Shivers. Discover. Gefrorenes Herz. Discover the Frozen Heart. Ich konnte den Erfolg nicht lesen, weil genau dort mein Chatfenster sitzt. Vorsicht, Purse. Die kalte Luft ist nicht die einzige Bedrohung in diesen Tiefen. Das Eis, das sie unter meinem Arsch bildet, auch. So, endlich. Ich kann diese scheiß Kräuter abgeben. Blatt der Schnelle. Fügt mir einen Energie hinzu. Wenn der Kampf endet, wird es zerstört. Ein Konsum-Item fügt 3 Max-HP hinzu. Fügt 6 dem Mana-Netzwerk hinzu. Endlich habe ich diese scheiß Kräuter mal gehabt. Die Taverne ist fertig. Für dich habe ich auf jeden Fall was wieder mitgebracht, das weiß ich. Oder habe ich das abgegeben? Irgendwo. Ach, da ist es. Ah, hier ist etwas zum Lesen für mich. Da, 4 Bannerkrieg. Dogs und Cats hat angefangen, aber Deer and Birds hat es beendet. Noctur machte den festen Boden nass und wendete die brennende Eiche gegen sie. Seit Jahrhunderten wurden keine Hufe mehr gesehen, aber seltsame Lichter säulen in die Berge. Kein normales Tier könnte dort laufen. Diese Übersetzungen sind so mega kryptisch. Jetzt darf ich erstmal Ewigkeiten gucken, was davon ich irgendwo abgeben kann, ne? Einen ungewöhnlichen Ring. Erstmal gucken, ob ich einen der Ringe generell irgendwo abgeben muss, speziell. Ja, ein paar Helme habe ich jetzt. Nur so ein paar. Da gebe ich einen normalen Hammer. Nur 2 ungewöhnliche. Ich will jetzt auf Nummer sicher gehen. Den Clownhammer habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Ich bin gerade so happy, ne? Das war wieder so ein mega geiler Run. So, nehmen wir die Matroschka. Die Fluch-Items, die verkaufe ich nicht. Kann sein, dass nochmal nach Flüchen gefragt wird. Und ich will die nicht mitnehmen müssen. Deswegen lasse ich die im Inventar. Hier kann ich nochmal eins davon abgeben. Die Baumaterialien, die will ich halt auch nicht nochmal mitnehmen müssen. Muss ich nicht irgendwo auch dieses Doppelding abgeben? Also nach den beiden Hämmern wird nicht speziell gefragt. Die kann ich ruhig da abgeben. Davon behalte ich mir eins, auch von den Dächern. Ach, bei Pascha. Stimmt, Pascha ist ein eigener Shop. Wo ist denn... Muss sie gerade in der Liste da suchen. Was? Du warst, glaube ich, Pascha. Nimm. Und dann kaufe ich mal auch den Rest bei dir ab. Dann habe ich keine Begründung mehr, zu dir zu rennen. So, die Hämmer gebe ich ab. Wenn man weiß, wie, sind die Hämmer ja eigentlich auch nicht so unpraktisch. Und machen tatsächlich irgendwo Spaß.
habe einfach 3 legendäre Bögen. Und ich werde es bestimmt bereuen, wenn ich auch nur einen davon abgebe. So, für den Bogenrun muss ich auch mal ein bisschen was vorbereiten. Magisches Bogenschießen. Einen ungewöhnlichen Ring. Ich habe nicht gesehen, dass irgendwo speziell nach dem Ring gefragt wird. Jetzt habe ich den Schlagring freigeschaltet. Den nutze ich, sobald mir irgendwer von euch doof kommt. Da investiere ich auf jeden Fall direkt mal das Essen. Dann habe ich das nämlich auch mal vom Tisch. Na gut, ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwo speziell jetzt nochmal das Zeug brauche. Vor allem den kann ich ja zur Not nochmal hier auf Forschung drücken. Wie gesagt, die Fluch-Items und die anderen, die ich jetzt gerade hier behalten habe, die behalte ich mal vorerst. Jetzt mache ich halt was, das komplett schon längst überfällig ist. Haben wir hier mal anständige Straßen. Und nur damit es sich auch ein bisschen mehr stattlich anfühlt. Worth it. Einfach für den optischen Faktor musste das mal sein. Jetzt kann ich noch gucken, wo ich den Rest, den ich hier zur Verfügung habe, ausgebe. Am besten, wo es mir halt direkt was bringt, den Kriegervogel. Da muss ich mal ein Instrument für mitbringen, Pazifist. Das setzt ja schon voraus, dass man mit Instrumenten arbeitet. Das magische Bogenschießen schalte ich mir mal frei. Dafür müsste ich ein Buch mitbringen. Das kann ich freischalten. Rote Perle müsste ich als nächstes mir holen. So, wo kann ich jetzt noch das Food verwerten? Oder hat das mittlerweile beim Bau schon seinen... Nee. Ich wollte schon sagen, kompletten Wert verloren. Ein paar Sachen muss ich noch mit Food kaufen. Na gut, ne? Aber damit haben wir jetzt für heute genug geleistet. Der letzte Run war doch auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also YouTube hat da wahrscheinlich nur den zweiten gesehen, weil der erste da komplett beschissen war. 3 Runs hatten wir zwar nur heute, aber das lag ja auch daran, dass der letzte Run sehr, sehr lang ging. Naja, auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like später auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle als erstes Ciao. Euch noch einen schönen Abend oder einen guten Tag, je nachdem wann ihr zuschaut.